Ich bin Lord Darth Vader. Lord Darth Vader. Total und recht herzlich willkommen zur Show, zur Sendung als Lord Darth Vader. Ja, ich bin also Lord Darth Vader für euch heute hier und verabschiede mich, indem ich wieder zu eurem normalen werde. Ich sage euch, diese Maske ist super. Leider geht diese Maske auch wieder. Sie ist also nur geliehen, weil ein Kunde möchte die unbedingt haben. Soll der Kunde auch bekommen. Ah, herrlich. So, als Lord Darth Vader bin ich halt für euch da. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören und nicht nur das Röcheln. Heute verabschieden wir uns von möglichen Freundschaften, die da nicht geworden sind. Diese Maske, wie gesagt, Lord Darth Vader ist auch schon, wie gesagt, ein Kunde möchte die unbedingt haben, der kriegt sie auch. Ich habe sie mir nochmal eben hier für die letzte Sendung nochmal ausgeliehen. Wie gesagt, ich mache die heute mal alleine hier, weil ich alle Sendungen alleine machen werde. Und da kommen wir auch gleich zu Lord Darth Vader. Oh, herrlich. So, Lord Darth Vader, den Anakin Skywalker. Die Saga geht zu Ende. Ja, das war an sich die Saga von Lord Darth Vader. Und Lord Darth Vader ist an sich Anakin Skywalker und es sind 9 Episoden, die wir sozusagen gesehen haben. Und darum endet das also auch. Meine lieben Freunde, Star Wars gehört euch nicht. Auch wenn ihr Kluft tragt, auch wenn ihr den Darth Vader spielt, auch wenn ihr den Darth Vader macht, auch wenn ihr den Darth Vader röchelt, ja? Auch wenn ihr das tragt, seid ihr nicht Darth Vader, sondern ihr seid normale Bürger, die Star Wars lieben, Star Wars mögen und das als Hobby betreiben. So, Freundschaften. Ich liebe Freundschaften, aber wenn die einseitig sind, also wenn man sagt, wir sind befreundet, ja, ich mag, also dann bestimmt nicht einseitig. Das heißt also, dass meiner einer als Lord Darth Vader, dass meiner einer als in dieser Kluft das alles besorgt und dann vor laufender Kamera arbeitet und sagt, meine lieben Freunde, ich möchte einen Film drehen, meine lieben Freunde, ich möchte eine Sendung machen, dann erscheinen auch Clubs, da erscheinen dann auch Cosplayer, ja, aber sie stehen dann nicht vor der Kamera oder machen nichts. Meine lieben Freunde, wenn man einen Film drehen möchte, dann muss man das auch können, ja. Man muss vor der laufenden Kamera agieren und so weiter und dann klappt das auch. Ja, also man kann nicht da mit einem Zettelchen kommen und sagen, komm in unserem Verein, was möchtest du darstellen? Dann werden auch alle Sachen angeschaut, sind ja genügend Puppen da gewesen. Kylo Ren, leider auch schon verkauft komplett. Dann diverse andere Figuren, auch schon verkauft. Dann haben wir diese sogenannte karnevalistische, sogenannte Stormtrooper Clone Wars Figur, den Captain Rex. Dann haben wir demnächst also auch den richtigen 2,20 Meter großen Darth Vader. Aber die Frage lautet nur, sollte man es tun? Also an alle Cosplayer, die Darth Vader sind oder Anakin Skywalker oder Obi-Wan Kenobi. Es geht alles zu Ende. Disney macht neu ab 2021. So, alle Freunde, wir sind Star Wars Freunde. Wir haben uns mit Star Wars angefreundet. Wir lieben Star Wars. Wir mögen Star Wars. Wir sind Fans. Wir sind Cosplayer. Wir tragen Kostüm, tragen es aus draußen, dass die Leute uns anschauen können. Aber wir sollten es nicht übertreiben. Wenn man sagt, man möchte was machen, eine Freundschaft, ein Admin und so weiter, auf der einen Seite gibt es die 26.500 total verrückten Star Wars Fans bei Facebook. Und das ist ein Team von fast 26.500
Menschen, die dort halt ihrer Fangemeinschaft, ihrem Idol nacheifern, die Star Wars lieben, richtig lieben, weil sie mögen, also total verrückt, Toilette als Star Wars, ja, und so weiter. Ich meine, die Behinderten unter uns, die Rollstühle fahren und so weiter, finde ich super, wenn dafür was gemacht wird und wenn die damit auch unterwegs sind. Da bleibe ich jetzt aber erstmal stehen und begrüße erstmal total und recht herzlich Hamburg, Hummel, Hummel. Ich begrüße Hamburg, weil in Hamburg werden Filme gedreht. In Hamburg sind Leute, die wirklich Star Wars lieben, Star Wars mögen und mit denen man wirklich wunderbar sich unterhalten kann. Ja. So, es gibt natürlich Dortmund, da gibt es auch reichlich Clubs etc. Aber wie gesagt, 120 Euro im Monat, im Jahr für nichts und wieder nichts, also 10 Euro im Monat für nichts und wieder nichts, das ist doch ein bisschen viel. So, es gibt natürlich auch in Bottrop Fans, es gibt in Duisburg Fans, in Neustadt Fans, in Nürnberg Fans und natürlich diverse. Ja, Leverkusen darf ich nicht vergessen. So, das Jahr ist jetzt vorüber. Das ist der letzte Clip für das Jahr 2018. Ich habe gerade mit Hamburg gesprochen, weil Hamburg ist super drauf und macht auch richtig viel Spaß, mit ihm zu reden. Er weiß genau, wen ich meine. Grüß den Jungen, der ist zwar im Moment bei Playmobil, aber okay, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein Playmobil Darth Vader. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Man weiß ja nie. Es geht ja an sich um den Kommerz. Es geht an sich nur um Geld verdienen und da sind wir beim Kernthema. Star Wars ist an sich nicht mehr Star Wars. Star Wars ist an sich Geld verdienen. Es gibt De Augustini, da kostet mal eben so ein Falke 1200 Euro, um den zu bauen. Denn 100 Tüten muss man kaufen. Dann gibt es den X-Wing, auch 100 Tüten. Da muss man bis 2020 warten, bis man die letzte Tüte bekommen hat. Dann ist man auch so circa 1500 Euro los, wenn man die Deluxe-Version genommen haben sollte. Es ist zwar alles super toll, also einen Film machen für ein Filmfestival, null Resonanz. Und wenn welche kommen, also meine lieben Freunde, wenn ein Profi, ein Realdienstleister, der für Film, Foto ruft, wir würden gerne machen, dann sollten, dürfen natürlich auch Laien kommen, totale Laien, aber man sollte dann trotzdem irgendwas mitbringen. Man sollte auch den Mund aufmachen vor laufender Kamera, man sollte nicht diesen Profi da nur reden lassen und dann stumm da sitzen und nichts machen. Erst recht sollte man auch so einen Lord Darth Vader nicht als Freund bezeichnen, wenn Lord Darth Vader immer alles alleine machen muss. Ihr wisst, wie Lord Darth Vader drauf ist. Lord Darth Vader hat das nicht so gern. Mein Lichtschwert habe ich jetzt mal eben nicht bei. Ihr wisst, es ist scharlachrot und es läuft. Darth Vader ist an sich kein freundlicher Typ. Deswegen wollte ich auch nur den freundlichen Stormtrooper, besser Clone Wars Trooper sozusagen, den Captain Rex machen. Den hatte ich ja euch vorgestellt. Aber heute bin ich Darth Vader und ich bleibe Darth Vader, weil ich doch mal die Ansage machen möchte, Freundschaften. Wenn wir Freundschaften haben, geht nun mal nicht. Meine lieben Freunde, bei Facebook kann man keine Freundschaften irgendwie aufbauen, weil erstens wir roundabout auf dem ganzen Planeten verstreut sind. Ich unterhalte mich sehr gerne mit jemandem, auch so Richtung München, ja? Der da auch hin und wieder mal so Sachen von sich gibt oder Sachen macht und auch, wie gesagt, als Raven oder ich glaube, der hat einige Kostüme, also Raven momentan, macht unheimlich viel Spaß mit so einem Rivan sozusagen, Raven, zu arbeiten oder einen Thorn. Ich habe auch schon einen Thorn gesehen, in blau und so, sah stark aus und so weiter. Es macht ja auch richtig Spaß. So, wenn man aber nur ein Fan ist von irgendwelchen Gegenständen, wenn man halt nur ein Fan ist von Figuren, wenn man halt nur ein Fan ist von Fluggeräten, von Star Wars, kann man darüber reden. Man kann das zeigen, man kann damit arbeiten. Genauso wie ich mit De Augustini arbeiten werde und euch das kurz zeigen, weil das ist an sich schon, der Daumen ist gelutscht. Naja, also der Falke wurde schon bei De Augustini mehr als einmal gebaut. Einige haben die schon seit einem Jahr sozusagen im Schrank stehen, weil man konnte ihn ja auch glatt bar kaufen. Ja, so mal eben 1200, 1300 am Tisch legen mit Porto und dann hatte man den. Unser Eins kauft pro Woche die Tüten, bis er fertig ist. Und ich hoffe, dass ich bald damit fertig bin. Mit X-Wing genauso, aber wie ihr auch.
2020, weil auch ihr den X-Wing baut, zeigt er ja auch. Hätten wir darüber philosophieren können. Ich würde mich auch wirklich freuen, wenn ihr philosophieren würdet unter Star Wars A bis Z Freunde. Freunde, wir sind Freunde von Star Wars. Aber Star Wars gehört uns nicht. Star Wars ist ein amerikanisches Produkt. 1973 ausgelacht, bis einer sagte, okay, wir machen. Und dann auf einmal der große Knaller. Ja, hat auch Harrison Ford gesagt, wow. Dennoch ausgestiegen, er wollte nicht. Carrie Fisher, wow, hat durchgezogen, ist geblieben. Hammerson, ja, Mark Hamill, hat gesagt, wow, ich bin da lang gefahren damals, 77, und da standen die da in Zweierreihe und wollten Karten haben. Hammer, Hammer. Ja, das waren Unbekannte, total Unbekannte. Heute Disney, Star Wars, ist keiner kaum noch unbekannt. Das sind schon richtig horrende Schauspieler, die da zu sehen sind, in Maske, ja, auch ohne Maske. Die halt jetzt als super gute Darsteller, ja, Dennis Quaid war da, ja, wie die alle geheißen haben. Hallo, es sind Top-Schauspieler, die jetzt Walt Disney da am Start hat. Disney hat es geschafft. Disney hat nichts falsch gemacht, absolut nicht falsch gemacht. Die da Disney hassen, tun mir leid, ihr habt da einen riesen Fehler. Disney kann man nicht hassen, weil das ist ein Produkt. Das ist ein Produkt, ein Fun-Produkt, ein Spaß-Produkt. Und du magst es oder du magst es nicht. Hassen ist albern. So, an alle Freunde noch einmal. Es kann ja nicht sein, dass man 120 Euro ausgeben soll, um in einem Club Mitglied werden zu sollen, zu sein, für nichts und wieder nichts. Also noch einmal. Ich, euer Darth Vader, hat ja, als Profi Foto-Filmproduktion, AVR Movie, hier ein Realdienstleister aufgerufen zu einem Film. Film machen, Fanfilm und so weiter und so fort. Hat aufgerufen für eine Sendung, um eine tolle Sendung zu machen. Ja, ja, ich muss mich leider nochmal äußern, es waren sehr viele da. Ja, es ist halt so, wie es ist. Meiner einer sitzt jetzt hier vor der Kamera und spricht und der Rest, naja, ob Leverkusen, ob Dortmund, ob Bottrop, ob Dorsten. Dorsten war ja noch vollkommen in Ordnung, das hat ja richtig Spaß gemacht. Also das war wirklich, Dorsten, kann ich nichts gegen sagen, das war super, aber Leverkusen, riesen Fragezeichen, Bottrop, doppeltes Fragezeichen, Dortmund, drei Fragezeichen, was sollte es gewesen sein? Ich soll Geld mitbringen, tue ich gern, ist kein Thema, ich bringe gern Geld mit, aber dafür hätte ich eine sogenannte Dienstleistung dann auch eingefordert. Ich habe jeden Tag damit zu tun, weil ich ein Realdienstleister bin, muss ich arbeiten dafür und muss auch Qualität für wenig Geld machen. Mache ich auch. Ja, wie gesagt, dieser Darth Vader Helm hier, den ich mir gerade noch mal kurz ausgeliehen habe von der Kundin, wie gesagt, geht seines Weges. Und jeder weiß, wo er das kaufen kann. Bei, richtig, Amazon, der neuen Gott, die neue Religion. Amazon, vom Mond bis zum Mars, das war's. Amazon. So, viele, und das stelle ich wirklich fest, viele sehen das hier wirklich nur noch als Wertanlage. Ja? Für sie ist Star Wars, also für die ist Star Wars wirklich nur eine Wertanlage, da kann man wirklich nur über den Wert hören, wie viel hat das Wert, und so. Hat also mit einem Hobby, ein Eisenbahnhobby, da spricht keiner von Wert, sondern bastelt, baut, stellt her. Aber heutzutage ist alles nur noch ein Produkt, ja, auch meiner einer wird zum Produkt, wollte an sich einen Spaß machen. Ich hoffe, es kommt auch spaßig rüber. Ich übe Kritik, weil auch als Darth Vader muss man mal Kritik üben. Man kann ja nicht sagen, meine lieben Freunde, ich stelle euch alles zur Verfügung. Ihr bekommt Essen, ihr bekommt Trinken, ihr bekommt auch Geschenke, ihr bekommt auch Bares. Und das war's dann, nachher nur Ärger. Ich weiß nicht. Also ich möchte also kein Clubmitglied werden. Ich wollte selber einen Club machen, habe dazu riesige Plakate etc. pp. Es ist ja nicht schlimm, es ist halt nicht werden sollen. Es sollte nicht sein, ist ja nicht schlimm. Ich bin ja nicht böse, ich mache es ja gerne. Aber wenn ich doch rufe, wenn ich sage, ich möchte gerne was machen, habt ihr Interesse, ist doch klar, dass ich dann jemanden dazu auffordere, meine Geschichte zu arbeiten, also vor der laufenden Kamera nach meiner Regieanweisung und nicht, dass ich plötzlich wieder Regieanweisungen geben muss, in fremder Hand und dann noch kostenlos. Also ich habe sehr viele Schauspieler hier gehabt,
weil die berühmt sind oder meinen, berühmt zu sein, möge ich das doch dann bitte umsonst machen. Ob das E-Casting war oder sonstige Sachen. Meine lieben Freunde, wenn ihr mich anordert, wenn ihr mich anfragt, wenn ihr nachfragt, wenn ihr mich anruft, ja, dann ruft ihr halt eine Firma an. In dem Moment bin ich dann Producer. Also ich bin derjenige, der dann das macht, was ihr gerne haben wollt. Und das kann ich nicht umsonst machen. Das geht gar nicht. Es gibt riesen Ärger. Ihr wisst genau, mit den ganzen Behörden, ich kann hier nichts umsonst machen. So, wenn ich aber höflich frage, sehr höflich frage, meine lieben Freunde, ich würde gerne was machen wollen, habt ihr Interesse mitzumachen? Dann kommt ihr vorbei und fragt mich, was möchtest du denn machen? Wie sieht das denn aus? Und dann erkläre ich das und ihr sagt, ey, mach ich. Kein Thema, ja. So, ich habe Sachen gehabt zum Anziehen gekauft, das ist nicht gerade billig hier. Das kostet alles, auch der Helm, das kostet alles Geld. Und er sagt, nö, will ich nicht, mag ich nicht, dann ist mir zu warm, nee, und so weiter. Ja. Wenn ich dann vor laufender Kamera sitze und selber reden muss, obwohl die Herrschaften neben mir sitzen, hallo, bin ja nicht in der Kirche hier, mach doch nicht das Abend der Kirche hier. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das war der Jahresabschluss. Der Jahresabschluss des Jahres 2018. Der war eh nicht so gut. Und jetzt kommen wir mal zum Kernthema. Han Solo. Han Solo war ein Flop, das ist richtig. Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Man könnte diesen Flop ausbügeln, weil Disney hat genug gemacht. Disney hat wirklich genug gemacht. Die sind schon fein raus. Ja, die haben den Kaufpreis und so weiter. Die haben so ein bisschen Rendite und so. Also die haben vieles raus und haben auch vieles vor. Zwei Realserien, Disney Plus soll kommen, etc. So, noch einmal, verabschiedet euch bitte von Darth Vader, Anakin Skywalker, mit seiner kompletten Familie und seinen Freunden Han Solo. Es kommt alles neu, es wird alles neu. Ja. Ich freue mich schon auf den ersten Taser-Trailer von E9. Auch den ersten Arbeitstitel, wann der endlich mal veröffentlicht wird, dass wir alle wissen, wann oder wie oder was das Ganze darstellen soll. Ja? So, die Freunde, die Hörspiele hören, die gesamten Hörbücher, ihr wisst genau, ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Geschichte und ganz anderes Kopfkino. Und alle Freunde, die Comics und Bücher lesen, auch die haben ein komplett anderes Kopfkino. So wir hier, die jetzt gerade über Hollywood sprechen, ja, J.J. Abrams mit seinem Bad Robot, ja, mit seiner Company, die er da durchzieht. Der hat ja viel Geld und viel Macht und Kathleen Kennedy hat ja auch bis 2025 unterschrieben und yippee-yay, Star Wars. Ach, ihr merkt schon, ich mag wirklich Star Wars. Sonst würde ich nicht vor laufender Kamera sitzen als Gebrandmarkter hier Darth Vader. Röchelmann, ne? Ja, ist so. Ich meine, es war eine tolle Geschichte. Wir haben ja auch Old Republic, da röchelt ja auch einer, aber der hat auf diese Maske verzichtet. Und der war also auch nicht so gebeutelt wie Anakin Skywalker. Der war ja total, da fehlte ja alles, Beine, Arme, alles. Und wenn man im Hörspiel hört, wie Obi-Wan Kenobi sagt, hätte ich doch mal Anakin so richtig getötet, ne? Dann wäre der, ne, nicht dazu geworden. Also es gibt ja auch ein Hörspiel nur über Anakin Skywalker als Darth Vader. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also ihr merkt schon, Star Wars ist eine Riesengeschichte. Und alle Cosplayer, die in teuren Klamotten rumlaufen, ihr seid nicht Star Wars. Das ist euer Hobby, ihr mögt es, aber ihr seid nicht Star Wars. Star Wars ist Disney, Star Wars ist George Lucas, Kathleen Kennedy. Das ist Star Wars, Lucas LTD als Firma. Eine Firma ist kein Hobby. Eine Firma will Geld verdienen, Disney will Geld verdienen. Und wenn man da als Stormtrooper rumläuft, wenn man eine, ja, das hier ist nicht billig, also 200, okay, hier sind gerade mal eben 500 Euro. So, 500 Euro ist natürlich für euch nichts. Ist doch kacke, wie sieht der denn aus? Hm? Ist klar. Wie sieht der denn aus? Ist richtig. So, einige von euch rennen natürlich richtig rum, haben 25.000 Euro Klamotten ausgegeben oder 6.000 oder 3.000. Ne? Als 501 muss man ja erst recht, ja, und so weiter und so fort. Für alle 501-Fans ist auch richtig, ist okay. Soll euch auch gegönnt sein, das Ganze. Aber unterm Strich sind wir nicht Star Wars. Unterm Strich sind wir nicht Star Wars, sondern Disney. So, und wenn ich in einen Club gehe, ist klar,
gebe ich natürlich nicht 10 Euro im Monat aus oder 120 Euro im Jahr für nichts, für gar nichts. Also wenn ich eine Frage stelle, du, ich habe hier ein Problem mit dem Kostüm, da kann man nicht sagen, ja, mach das selber. Ja, dann brauche ich auch noch nicht einen Verein, oder? Also wenn ich in einem Verein bin, bin ich der Meinung, dass ich nicht nur Geld gebe, damit die Vereinsvorsitzenden da wunderschöne Sachen für sich kaufen und glänzen und ich bin der Chef, ich bin der Boss, ich habe das Sagen. Nee. Also wenn ich in einen Club gehen würde oder in einen Verein gehen würde, dann möchte ich da auch irgendwie ein Team haben. Ja, Ansprechpartner und so weiter. Dass da irgendwas bezahlt werden muss, ist klar. Nicht umsonst, um Gottes Willen. Ja. Aber ich finde es sehr lustig, wenn da einer vorbeikommt, will 2.500 Euro für ein Lichtschwert haben, was auch noch spricht, wie Anakin. Ich habe noch kein Lichtschwert gesehen in Hollywood, das Anakin spricht. Ja, oder Obi-Wan Kenobi spricht. Egal, das sind also so Sachen, Spielereien, die müssen aber nicht so teuer sein. Ja, also Star Wars ist schon total entglitten, Star Wars ist schon super teuer und macht so auf eine Art keinen Sinn. So, Kritik. Ja, Kritik. Ich kann nicht böse sein, ich finde es super toll. Wie gesagt, ich spiele gerne mal für kurze Zeit vor laufender Kamera hier den Anakin Skywalker. Und ich meine, so einfach ist das ja auch nicht, so ein Teil da um den Hals zu machen und dann zu einem Anakin zu werden, ja, beziehungsweise zu einem Darth Vader. Ihr seht, so einfach ist es nicht, aber ihr seht, dass das alles Arbeit ist. Und Arbeit sollte man würdigen und nicht einfach wie so ein Troll da reinballern. Ja? Alles ist gewollt, alles ist hier, wie gesagt, auf den Weg gebracht. Und ich versuche jetzt hier mich zu verabschieden, indem ich das hier hinkriege. Seht ihr, man muss das ja alles alleine machen. Ist also keiner da, der hilft. Ja. Ja. So. Da sind wir jetzt Lord Darth Vader, wenn ich den Knopf finde. Meine lieben Freunde, Lord Darth Vader, unter den Freunden von A bis Z, Star Wars A bis Z. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt, weiß ich nicht. Aber es hat mich gefreut, unter euch gewesen zu sein. Jawohl, freue mich also immer noch, unter euch zu sein. Und ein Darth Vader auch. So, meine lieben Freunde, macht's gut. Also wie gesagt, Kritik musste sein. Alle Cosplayer, ihr habt zwar wunderschöne Kostüme, aber ihr seid nicht Star Wars. Star Wars ist Disney, Star Wars ist Lucas. Punkt, fertig, aus. Star Wars hat kein Fanservice, ist halt so. Lucas hatte Fanservice. Lucas wollte auch was verkaufen, hat er auch geschafft. So, Disney hat es auch geschafft, hat uns vieles verkauft, sonst hätte ich das hier nicht in der Hand. Sonst hätte ich das nicht gekauft. Okay, ich habe es gekauft für die Sendung, ich habe es gekauft für euch, um es euch auch kurz vorzustellen, um zu sagen, hallo, hier ist Darth Vader, oder hallo, hier ist Obi-Wan Kenobi, oder hallo, hier ist... Ja, so. Dann ist so, das bleibt auch so. Und jetzt enthaupte ich mich hier mal. Boah. Meine lieben Freunde, wir sind Freunde von Star Wars. Wenn man Freundschaften schließt, sollte das nicht einseitig sein. Es sollte auch nicht viel Geld kosten. Man sollte immer noch den Teppich und den Ball flach halten. Und nicht, ja, ich habe eine Figur gesehen, 10 cm hoch, von Kabuki, für 2.598,95 €. Meine lieben Freunde, Kabuki, 10 cm groß. Übertreiben wir da nicht ein bisschen langsam? Hm? Okay, muss aber jeder selber wissen. Ja, Star Wars ist eine Geldanlage, Star Wars ist irgendwie, ja, eine Geldanlage. Hat mit Hobby auf irgendeine Art, glaube ich, nichts mehr zu tun. Und einer, der sagt, Freund, wir sind Freunde, dann bitte nicht einseitig, ja, sondern auch von selber mal gucken. Ja, man kann nicht helfen, hast du Interesse, wann und so. Aber bis jetzt war alles schade eigentlich. Das Jahr 2018 war schade eigentlich. Das Jahr 2018 bekommt zwei zusätzliche Löcher, um die abzuheften. Also ich werde jetzt 2018 Star Wars abheften, also meine Idee
abhelfen, daraus eine Sendung zu machen, daraus mit euch zusammen. Ich habe euch ein Kino angeboten. Ihr müsst es natürlich nicht annehmen, das ist ja richtig, ist ja alles okay. Ne? Weil hier sind nun mal keine Verrückten. Wir sind nicht verrückt, wir drehen auch nicht am Rad. Wir sind ernsthafte Leute, haben ein ernsthaftes Alter, sind seit über 41 Jahren mit Star Wars vernebelt, verbunden. Wir können es schon rückwärts pfeifen, wir schauen uns wirklich Resistance an, XD, Disney, 9:30 Uhr auf den Samstag. Ja, und man fragt sich auch, warum tut man sich das an, weil wer das gesehen hat, weiß Bescheid, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe. Ja. Man setzt sich hin, man macht einen guten Videoclip, man schneidet es, man setzt es zusammen, man zeigt den Leuten, wie man arbeitet, wie alles wirklich aussieht und was nachher dabei herauskommt. Diese Mühe, diese Kraft, die man da auf den Weg bringt, was, naja, ist halt so. Die Welt der Trolle nimmt halt zu und Facebook ist nun mal nicht sozial, da geht kein Weg dran vorbei. Ja, ist nicht so sozial. Und YouTube wissen wir auch nicht, die EU schon mal gar nicht, Paragraph 13, da weiß auch keiner, wie er damit umgehen soll. Aber ich sehe so, alles was ihr seht, ist mein Eigentum, das ich zur Verfügung stelle, auch die Kameras, den Ton, das Licht etc. Und auch hier die Masken und auch die Helme und auch die Kostüme. So, und das sollte man ja auch ein bisschen honorieren. Ja, man muss nicht ständig applaudieren, also ich bin froh, wenn 2, 3, 4 zuschauen. Ja. Und ich grüße auch recht herzlich. Ich grüße, wie gesagt, Hummel Hummel. Ich grüße Hamburg, weil Hamburg ist super toll. Ja? Und macht auch unheimlich viel Spaß zu kommunizieren. So muss das sein. Oder so sollte es sein. Ich würde mir wünschen, als Administrator, als Admin, Star Wars Freunde A bis Z, dass ihr da wirklich irgendwie mal ein bisschen mehr euch unterhaltet, ein bisschen mehr aufeinander zugeht und dann über Star Wars nicht immer, ich kaufe, verkaufe, ich sortiere gerade aus, ich habe, wie teuer könnte das sein? Star Wars soll doch Unterhaltung sein, Star Wars soll doch Spaß machen und nicht eine Verkaufsaktion, da können wir direkt Tupperware nehmen, ne? Star Wars Tupperware, ja, dann können wir da loslegen, oder, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt mache ich Ende, weil ich habe noch was anderes zu tun, wie hier so eine Abschlusssendung aus dem Jahre 2018 zu produzieren, herzustellen oder zu machen. Wie gesagt, die 2, 3, die da zuschauen, finde ich super toll. Ich bedanke nochmal total und recht herzlich für diese ganzen Fans, die da waren. Ja, wie gesagt, ich kann ihnen, das habe ich gar keine Zeit für, in irgendwelche Clubs reinzugehen. Natürlich hätte ich Interesse, sowas zu machen. Ich hätte auch Interesse, wenn ihr Filme, Autoren, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, sprecht mich an, ich werde sicherlich helfen. Ja, ja, wer auf meinen Aufruf, etwas machen zu wollen, mitmacht, ja, der kriegt das bezahlt. Der macht das nicht umsonst, aber er sollte es können. Nicht stumm rumsitzen und nicht sagen, nee, ziehe ich nicht an, ist mir zu warm, was soll ich sein, ich rauche mir jetzt erstmal. Ja, die meisten sind leider Raucher. Ich bin absoluter Nichtraucher. Ihr dürft auch rauchen. Ich habe extra einen Raum dafür. Da könnt ihr qualmen bis zum Geld nicht mehr. Aber wie das so ist mit den Rauchern, die kommen nie zum Set. Ja, ja, am Set sitzen wir alle und warten auf die Raucher. Ne? Das mal dabei gesagt zu haben. Natürlich dürft ihr rauchen. Auch wenn ich nicht rauchen will. Dafür qualm ich halt als Darth Vader. So, meine lieben Freunde, das war's. Dankeschön, dass ihr zugehört. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass ihr überhaupt da Interesse gezeigt hattet. Ja? Wenn es auch negativ geendet ist. Das Jahr 2018 ist negativ geendet. Han Solo ist negativ. Am Anfang hatten wir nur die ganzen Hasser und so weiter. 2018 war etwas unschön. Ich hoffe auf 2019. Ich hoffe auf neue Gestaltungen, auf neue Ideen. Und vor allen Dingen heute in einem Jahr auf Episode 9. Arbeitstitel kennen wir halt noch nicht. Meine lieben Freunde, lasst uns doch Star Wars genießen. Einfach nur genießen. Ob du Püppchen kaufst, Sammler bist oder nicht, das ist wichtig. Wichtig ist, dass du dieses Star Wars, dieses Märchen, dieses Zugehörigkeitsgefühl auch anderen übermittelst und nicht sagst, hör mal, mein Kostüm ist immer besser, ne? Ist klar. Nee, eben nicht. Das beste Kostüm ist immer noch in Hollywood. Ist halt so. Dein Kostüm ist zwar schön, aber nicht Hollywood. Da ist halt so.
Und die Waagechten, die sich das leisten können, ein 25.000, 35.000 teures Kostüm zu tragen oder zu schneidern. Nun, die haben es halt gut. Wir nicht. Wir müssen zufrieden sein mit 49,95 als T-Shirt, 69,95 als Umhang, 149 € bei Amazon, wenn du Pech hast, 102, wenn du Glück hast, als Darth Vader, ZB. Okay, jetzt bin ich weg. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dennoch, auch wenn ich kritisch war, ich mag Star Wars, ja. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich mal welche positiv äußern. Ich würde mich freuen, wenn mal welche positiv vorbeikommen würden. Und nicht mal an sich denken, Hammer, geht nicht. Kostet Geld, tut mir leid. Ja? Macht's gut, Leute. It's gonna be amazing. So pumped for it. Yeah. I've been waiting for celebration all year long. Are you ready to celebrate? I can't believe what I just saw.